Moin moin und hallo. Heute zeige ich euch mal, wie man von einem Hollandrad eine Nabenschaltung abbekommen kann und gleichzeitig noch das Hinterrad ausbauen kann, ohne die Kette durchschnibbeln zu müssen. So, was haben wir für Baukomponenten? Wir haben hier eine Nabenschaltung von, in dem Fall ist es von Sachs. Das ist eine Spektro P5 und die Nabe drinne ist auch eine Spektro P5 von Sachs. Es handelt sich um ein Hollandrad, 28 Zoll, von, wie heißt es nochmal, Gazelle. Und das ist ganz schön tricky. Coole Sache ist das. Also muss ich echt sagen, ist wirklich interessant. Schaut es euch an. So, als erstes schalten wir auf Gang 1, damit keine Spannung mehr auf dem Zug ist. So, dann sehen wir hier, dass hier oben ist der Seilzug drin. Und hier hinten, da ist eine Schraube, die können wir mit der Hand lösen. Das ist noch recht simpel. Und danach müssen wir einfach nur die Schaltung vom Fahrrad wegziehen. Und sie kommt uns entgegen. Und schon haben wir die Schaltung selber raus. Den Seilzug davon. Die Schaltung selber ist ja in der Nabe. Super. So, als nächstes sehen wir dieses rote Bauteil. Da seht ihr so eine Aussparung. Da ist sie nämlich drauf angeklipst. Also wir ziehen auch diese einfach raus. Und hier sehen wir nämlich dann, wie die Schaltung auch funktioniert. Sie drückt nämlich diesen Stift rein und so werden die Gänge geschaltet. Das lassen wir alles dran. Nur noch das Rote muss ab. So, als nächstes kümmern wir uns um diese Teile. Das sind die Kettenspanner. Haben wir eins rechts. Und wir haben eins links. Hier. Das sind die Kettenspanner. Die drücken das Laufrad nach hinten. Das heißt, die Kette wird dann gespannt. Also die beiden Schrauben, die Muttis, werden wir jetzt mal komplett rausdrehen. Dafür benutze ich eine 10er Nuss. Das geht sogar ohne Ratsche. Wenn es ein bisschen fester ist, nehmt ihr halt eine Ratsche. Nur wichtig ist, dass ihr das gleichmäßig macht, um nichts zu verziehen. Also auf beiden Seiten rausdrehen. So, jetzt habe ich die losgedreht. Jetzt können wir die Muttis entfernen. Und dann können wir den Kettenspanner einfach abziehen. Da ist er. Davon haben wir zwei Stück. So, auf der linken Seite machen wir das gleiche. Mutti raus. Kettenspanner abfribbeln. Hopp, da war er. Da ist der Kettenspanner. Super. So, als nächstes gehen wir hier unten an das Bauteil. Da kontern wir hinten. Schaut euch das an. Da sind zwei Muttis. Da ist ein Muddy und da ist die Schraube. Die Schraube müssen wir kontern mit einem Zehner. Und vorne die Muddy müssen wir dann losschrauben. Und dann klappt das. Also ich kann das jetzt einhändig nicht so gut. Ich zeige euch, wie es dann nach aussieht. So, da habe ich das jetzt gekontert. Jetzt kommt die Muddy raus. Und jetzt können wir auch die Muddy da entfernen. Pack die Muddy wieder rein, damit ihr sie nicht verliert. Die Schraube und die Mutti natürlich. So, damit haben wir das jetzt auch schon freigesetzt. Könnt ihr auch ein bisschen nach unten drehen dann. Seht ihr? Super. So, das Teil muss dranbleiben, weil das brauchen wir gleich wieder beim Einbau. So, jetzt kommen wir zu den dicken Muttis. Da nehmen wir uns einen 15er Schlüssel oder Ratschenkasten mit einem 15er Nuss und drehen die schön mal auf, bis sie handfest sind. So, da seht ihr schön, da bewegt sich das ganze Rad nach innen. So, die ist jetzt locker drauf. Super. Auf die andere Seite müssen wir auch noch. So, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite der Muddy. Die holen wir uns jetzt auch raus. So. Zackrible. Dadurch, dass jetzt noch so ein Kettenschutz davor ist, so, habe ich die mal ganz rausgenommen. Und dann können wir den Kettenschutz entfernen. Und können es besser abziehen. Müsst ihr gleich nur wieder dran machen. So, nun seht ihr, haben wir alles frei. Der Reifen ist beweglich da drinnen. Ne? So, das heißt, wir können es jetzt reindrücken, bis es nicht mehr geht, in diese Richtung. Und dann hat die Kette so wenig Spannung, dass wir sie abheben können. So, da läuft sie sonst und wir haben sie jetzt daneben gepackt. Super. So, was wir jetzt machen ist, wir ziehen den. Achso, das habe ich ganz vergessen. Wir müssen noch Luft aus dem Reifen lassen, weil sonst müssten wir auch noch das Schutzblech demontieren. Also lasst komplett die Luft raus.
dreht das Ventil auf und dann zieht ihr das innere Ventil raus. Und damit ist die Luft auch wieder fort. So, damit ihr das nicht verliert, macht das Ventil schön wieder fest. Brauchen wir nachher noch. So, also Reifen leer machen. Also den drücken wir jetzt nämlich in die Richtung, wie ihr seht. Ich habe ihn gerade in Richtung des Schutzbleches gedrückt und zack, habt ihr gesehen, kam auch schon die ganze Felge raus. Jetzt können wir die befreien. Ich kriege jetzt einhändig hin. So. Jo. Und jetzt seht ihr, haben wir das Hinterrad rausgebaut, ohne dass wir die Kette durchschnibbeln mussten. Tolle Leistung. Cooles Ingenieursteil. Also super, mit Kettenspanner und so Zeug. Klasse. Cool. So, jetzt wollen wir es wieder einbauen. Dann nehmen wir uns auch das Hinterrad wieder. Machen alle Kettenspannschrauben nach hinten. Alles andere kann ja bleiben. Jetzt gehen wir hin, halten uns das an, drücken das schon mal vor. Jetzt müssen wir aber die Kette wieder drauf friebeln. So, erstmal nur an der Seite. So, dann gehen wir hoch, dass wir wieder schrauben können. So. Super. Alles klar. So, jetzt haben wir die Kette erstmal draußen liegen. So, Moment. Jetzt sehen wir, haben die Kette noch nicht drauf, sondern erstmal draußen. Wir sind aber wieder in der Führung für die Achse drin, von beiden Seiten. Da sieht man das auch. Jetzt können wir wieder zur Montage kommen. So, jetzt habe ich euch wieder in der Hand. Jetzt drücken wir. Also wir stellen die Schrauben von den Kettenspannern nach oben. Sprich, dass die auch da mit ins Loch, also mit in die Führungsschiene reinpassen rein. Und dann drücken wir erstmal bis zum Ende. Seht ihr das? Wir sind jetzt ganz durch. Ne? Weil jetzt können wir nämlich gleich die Kette wieder drauf packen. So sieht das dann aus von beiden Seiten. Wir sind erstmal ganz tief drin. Und jetzt packen wir die Kette wieder drauf. So. Die friemeln wir jetzt wieder drauf. Passt auf ein bisschen. So. Tada. Damit ist die Kette wieder drauf auf den Ritzeln. So, wir können schon mal den Muttis ein bisschen anziehen. Nur ein bisschen. So. Die andere Seite das gleiche. Da müsst ihr noch hier auf diese Füßchen achten. So, ein bisschen rausziehen. So, jetzt ist ja alles wieder so ein bisschen geordnet hier. Schön. Schön, sieht doch schon mal gut aus, ne? Sieht gut aus. So, jetzt kommen wir zu unserem Bauteil. Ich glaube, das ist die Handbremse. Machen wir jetzt wieder rein. Der Mutti von innen nach außen. So, sehr schön. Jetzt ein Muttichen auf die Schraube drauf. So, alles klar. Das haben wir jetzt auch schon mal handfest. Also alles ein bisschen handfest anziehen. So, und jetzt gucken wir, wie wir weiter verfahren. So, jetzt kommen wieder unsere Kettenspanner drauf. Die drücken wir unter bis auf den Rahmen und drehen oben unsere Mutti wieder drauf. So, alles ist noch flexibel, noch nichts großartig anziehen. So, das machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Kettenspanner und Mutti richtig rum drauf setzen. So, schön. Kommen wir jetzt. Wie ihr seht, wenn ich hier handfest schon schraube, dann ziehen wir durch den Kettenspanner ja schon das wieder nach oben. So, wir können uns jetzt aber die Arbeit ein bisschen erleichtern, indem wir einfach die Hand auf den Mantel legen und dann den Reifen komplett in unsere Richtung ziehen, nach hinten. Und wie ihr seht, wird dann auch schon die Kette recht gut gespannt. Und dann drehen wir unseren Kettenspanner immer mit, bis wir dann alles, also das müsst ihr gleichzeitig machen. Also gleichförmig, rechts und links. Immer mal zwischendurch etwas nachdrehen.
rechts und links, rechts und links, rechts und links. So, jetzt habe ich immer rechts und links ein bisschen Spannung draufgegeben und wie ihr seht, ist die Kette gut gespannt. Und orientiert euch immer am Laufrad, dass das ungefähr mittig läuft, dass er nicht schräg kommt, sondern gerade. Also immer rechts und links was anziehen, immer kontrollieren, ob das Rad gerade aufliegt, dann wieder rechts, dann wieder links, dann wieder rechts, dann wieder links. Bis ihr zu einem akzeptablen Ergebnis gekommen seid. Sehr schön. So, jetzt können wir auch die rechte Mutti nochmal abdrehen. Weil da müssen wir noch unseren Kettenschutz dran machen. Der Kettenschutz ist gar kein Kettenschutz, sondern ein Schaltungsschutz. So, den legen wir jetzt ein. Drehen ihn mit fest. Achtet auch darauf, dass es gut und parallel läuft. Sehr schön. So. So, jetzt habe ich das auch wieder festgedreht. Ne, ich habe es gekontert und festgedreht. Das heißt, hier ist jetzt auch wieder alles stabil zusammen. Das Rad ist gerade drin. Jetzt können wir die Muttis hier zuziehen. Dazu benutzen wir wieder 15er Schlüssel. Eine Seite ist zu. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche. So, schön zuziehen. Darauf achten, dass der Schutz gerade und parallel hängt. So. So, das habe ich jetzt auch wieder fest. Das heißt, wir haben jetzt die Verbindung fest. Das Rad ist wieder fest. Das Rad ist drehbar. Das Rad ist gerade ausgerichtet. Die Kette ist gespannt. Das seht ihr hier. Leicht kann man sie natürlich noch bewegen. Ihr könnt auch jederzeit noch nachspannen. Ne, ihr wisst ja, rechts und links sind die Kettenspanner. Das zieht dann alles hoch. Immer ein bisschen die großen Muttis lösen und dann könnt ihr die durchziehen. Und dann wieder alles festschrauben. Wenn ihr mal merkt, dass zu wenig Spannung auf der Kette ist. Kommen wir zur Schaltung. Jetzt montieren wir das rote Plättchen wieder. Einfach draufschieben und hören, dass es einrastet. Ihr seht ja, da ist diese Nut gewesen. Ne? So, jetzt drehen wir diesen Bereich nach hinten. Und dann kommen wir zur Schaltung. So, achte darauf, dass wieder Platz drin ist. Das heißt, dass unser kleines Schräubchen draußen ist. Und dann schiebt es einfach drauf. Da sind wir. Dann dreht fest. Schön festdrehen. Bis es nicht mehr weitergeht. So. Damit haben wir auch die Schaltung wieder drin. Und sie kann jetzt vor und zurück drücken. Das heißt, da sollte auch wieder alles funktionieren. Schön. Jetzt pumpt noch den Reifen wieder auf. Und damit könnt ihr wieder auf die Straße und Spaß haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, wenn ihr wollt. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.